Willkommen zu dieser Schutzengel-Meditation. In diesem Video begeben wir uns auf die Suche nach unserem Schutzengel. Sorge für eine angenehme Atmosphäre, entzünde eine Kerze und etwas Räucherwerk. Nehme anschließend deine Meditationshaltung ein und mache es dir bequem. Schließe nun deine Augen und begebe dich mit mir auf die Suche nach deinem Schutzengel. Wir stellen uns vor, wie über uns ein unendlich weißes Licht erscheint. Du kannst dir dieses Licht wie einen Lichtkanal oder eine Sonne vorstellen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Stelle dir nun vor, wie sich dieses Licht über dich herabsetzt und dich voll und ganz mit seinem Schein ausfüllt. Wenn du dich umschaust, kannst du in Gedanken nur noch Licht sehen. Du stehst in Gedanken auf und folgst der Quelle des Lichtes. Entweder läufst du einen Gang oder einen Tunnel entlang, oder du steigst einfach eine Treppe oder eine Leiter hinauf, je nachdem, wo dein Licht herkommt. Während du läufst, bemerkst du, dass sich deine Umgebung verändert. Du kommst in eine Umgebung, die voll und ganz aus Licht besteht. Strukturen verschwinden und alle Gegenstände sowie deren Bewohner sind aus reinstem Licht. So wanderst du durch eine Landschaft, die nur aus Licht besteht. Vielleicht siehst du in dieser Landschaft gewohnte Elemente wie Wasser oder Bäume, Seen, Flüsse, Wälder. Schaue dich um und genieße diesen Augenblick. Vielleicht kannst du auch irgendwen in deiner Umgebung bemerken. Sieh dir die Bewohner dieser Landschaft genauer an. Auch dies sind alles Lichtwesen. Nun möchten wir uns in dieser Lichtlandschaft auf der Suche nach deinem Schutzengel machen.
Dazu sprechen wir dreimal folgende Worte. Mein geliebter Schutzengel, ich rufe dich, komm zu mir und zeig dich mir. Mein geliebter Schutzengel, ich rufe dich, komm zu mir und zeig dich mir. Mein geliebter Schutzengel, ich rufe dich, komm zu mir und zeig dich mir. Nachdem du diese Worte gesprochen hast, solltest du in dich gehen und deine Umgebung genießen und einfach warten und darauf vertrauen, dass dein Engel nun zu dir kommt. Schaue dich nun auch hier und da etwas um und beobachte, ob du irgendwo einen Lichtpunkt, einen Schein oder eine Person bemerken kannst. Suche nicht zwanghaft. Wenn sich dir etwas zeigen möchte oder wenn du in der Lage bist, etwas zu sehen, so wirst du es bemerken. Kannst du nichts wahrnehmen, so seid ihr dennoch gewiss, dass dein Schutzengel auch in diesem Fall bei dir ist, nur du nicht in der Lage bist, ihn zu bemerken. Sage in diesem Moment deinem Engel, was du ihm immer schon sagen möchtest. Deinen Dank, deine Bitte, deine Wünsche. Ihr könnt gemeinsam durch diese Landschaft des Lichtes wandern oder vielleicht möchte dir dein Schutzengel auch etwas zeigen und dir erscheint ein Bild vor deinem geistigen Auge, das dir näher geht. Wichtig sind nicht die Visionen oder Bilder, die du momentan siehst, sondern einzig und allein deine Empfindungen. Lasse diese auf dich wirken und vielleicht kannst du in dem einen oder anderen Gefühl etwas entdecken, das dich belastet und du noch loslassen müsstest oder wo du genau weißt, dass du noch an dir arbeiten musst. Thank you.
Genieß diesen Moment der Zweisamkeit mit deinem Schutzengel und lass dich einfach fallen in diese momentane Situation. Langsam sind wir auch an das Ende dieser Meditation angelangt. Löse dich nun von deinem Schutzengel, danke ihm nochmal dafür, dass er gekommen ist und verabschiede dich von ihm. Gerne kannst du ihn auch zum Abschied umarmen und dich auf ein Wiedersehen mit ihm freuen. Denk daran, dass dein Schutzengel immer da ist, wenn du ihn brauchst. Gehe in Gedanken deinen Weg durch den Lichtkanal wieder zurück an den Ort, an dem du diese Meditation in Gedanken begonnen hast. Komme dann wieder langsam in das Hier und Jetzt, indem du die Augen öffnest und deinen Körper anschließend vom Scheitel bis zu den Fußsohlen behaglich abstreifst mit dem Gedanken, dass du dich nun durch das Abstreifen gegen äußere Einflüsse schützt. Ich hoffe, dir hat diese Meditation gefallen und wir könnten wieder einmal miteinander meditieren. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis bald. Tschüss.